Ich weiß, Sie haben ganz viel zu tun. Wie viele Menschen waschen ungefähr hier? Ich habe erst heute angefangen. Okay. Das ist das Blöde. Aber sagen wir mal, die stehen schon Schlange, ja? Die stehen schon Schlange, ja, alles klar. Genau. Also hier ist schon eine Schlange von Wäsche. Ich habe mich erweichen lassen, die anzunehmen. Weil normalerweise sollen die Leute dabei bleiben. Aber die haben alle so nett geguckt und haben gesagt, stellt sie in die Schlange. Mhm. Aber ich glaube, für heute ist schon ausgebucht. Jetzt. Schon ausgebucht. Also, ja? Okay, gut, danke. Am Gast tun wir dann aber hier oben kommt, dann nehme ich einfach so mit und dann müssen wir irgendwo vom Zaun hängen. Wie lange dauert so eine Maschine? 38 Minuten. 38 ja, Minuten. Ja, und wenn man noch trockener will, nochmal 20 Minuten. Und reicht das, um alle Menschen auch im Moment noch zu versorgen, die ohne Wasser und Strom sind? Also im Moment, glaube ich, so heute müsste es sich ausgehen, ja. Aber natürlich, es ist schon klar, dass es eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist und dass es eigentlich mehr davon geben sollte, ne? So, hier wurde auch Wäsche angeliefert mit ganz viel Schlamm und so. Da mussten die Leute die am Schlauch vorreinigen, weil sonst gehen die Waschmaschinen kaputt, ne? Aber ich glaube, es ist schon eine Hilfe, auch so psychisch einfach so saubere, duftende Wäsche dann zu haben in so einer Situation, ne? Ich glaube, es ist auch gut für die Seele, für die Leute, ne? Ich kann mir vorstellen, dass hier auch Kinderkleidung kommt, vielleicht sogar Windeln, die gewaschen werden. Ja, ich hatte jetzt noch keinen, aber ich weiß, dass da hinten in der Schlange noch ein Sack mit Kinderkleidung steht. Ja, das hat eine Frau gebracht, ja. Auf jeden Fall hat sich ja ihr Angebot in Windeseile herumgesprochen. Die Menschen sind so dankbar für ihre Waschhilfe. Das ist eine Suggestivfrage, aber das ist, ich glaube, ich kann es bejahen. Ja, es ist das, was gebraucht wird. Das hören wir immer wieder. Und es ist Gespräch der Stadt hier, die Waschhilfe. Aha. Stadtgespräch. Ja, also wie gesagt, ich arbeite hier nur, aber ich glaube, dass die Leute sich sehr freuen über das Angebot. Gell? Ja. Ich habe es ja nicht initiiert. Zählt ja jede Sekunde, ne? Genau, und alle Maschinen sind auch immer gleichzeitig fertig. Das ist ja Murphy's Law. So, was machen wir jetzt? Ich bin gerade völlig raus. Ja, sieht gut aus. Trommelreinigung. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Ich bin aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden, schön. Ich habe jetzt schon ein paar Keller mitgeholfen, Leerschaufeln und so. Ich war letzte Woche schon mal 3 Tage hier, jetzt nochmal 3 Tage. Also man sieht es immer im Fernsehen, schreit oje, die armen Leute. Ne? Aber das hilft halt nicht. Ne? Man muss halt mal vor Ort mit anpacken. Da, ne? Und Hessen ist weitestgehend Gott sei Dank verschont geblieben. Ne? Ja. Bitte? Hessen. Ja, genau. Ja. Nee, wir hatten ja, kann man nicht meckern, ja. Ja. Ganz kurz das rein. Ich denke, bevor Sie weiter müssen, darf ich Sie fragen, wie dankbar sind Sie für das Angebot? Ja, natürlich sehr dankbar. Ne? Ich bin ja froh, dass es überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man die Wäsche waschen kann. Ne? Wir haben jetzt seit 2 Wochen kein Strom. Aber saubere Wäsche. Ja, und dann ist man natürlich dankbar für das Angebot. Ne? Und dann nimmt man auch gerne mal 5 Stunden in Kauf und wartet auch gerne, dass man frische Sachen hat. Haben Sie jetzt heute das erste Mal ein Angebot genommen? Ja, heute das erste Mal. Und freuen Sie sich schon auf dieses Gefühl mit frischem Duft an der Haut? Ja, ja natürlich. Ne? Man, wie soll man sagen, man ist dankbar auch einfach. Ne? Dass es auch halt auch die Möglichkeit gibt, dass man die Wäsche häufig gewaschen bekommt. Ne? Wir sind seit dem 14. Juli ohne Wasser und Strom? Genau, ohne Wasser und Strom. Ne?
Und haben das Wasser, was jetzt ist, ja auch im Moment, ist ja auch, ist sämtliche Chemikalien drin und das kann man ja, ist kein Trinkwasser und so. Ja, sagen die Behörden auch immer wieder. Genau, kein, das ja, kommt ja, ja immer wieder durch die Medien auch, ne? Dass das halt auch gar nicht zu gebrauchen ist, das Wasser und ja, kein Strom und ja. Falls ich Sie nicht zu sehr belasse, darf ich Sie fragen, wie Sie die Nacht erlebt haben, vom 14. auf den 15., der ja, Mittwoch auf Donnerstag? Ja, es war eine Katastrophe, ne? Man hat eigentlich nur so dran gedacht, jetzt stirbt man, ne? Wir haben auch auf den Dächern gestanden und wir haben die Flutwelle kommen sehen, wir haben sie gehört, ja, und man hat alles Mögliche versucht und dass man noch am Leben bleibt, ja. Dann Ihnen alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.